Hallo und herzlich willkommen zur Schanzer Pressekonferenz nach dem Heimspiel. Wie gesehen, der Endstand 0:1 aus Sicht der Schanzer. Und wie gewohnt gehört das erste Wort zu diesem Spiel dem Gästetrainer, Herr Kwasniok. Ihr Fazit bitte. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass wir unterm Strich einen verdienten Sieger gesehen haben, auch wenn das Spiel natürlich nicht in die Annalen beider Vereine geht. Es war schon so ein bisschen eine zähe Veranstaltung. Wir hatten gleich zu Beginn eine Hochkaräter durch Muslija und dann war das schon ein Mittelfeldgeplänkel in erster Linie durch viele, viele Fehler verursacht auf beiden Seiten, wo du immer das Gefühl hast, okay, da könnte was passieren, aber unterm Strich war, nach dem ersten Fehler ist gleich dann der zweite Fehler auf der anderen Seite passiert. Insofern war das schon sehr, sehr viel Stückwerk und ich hatte das Gefühl, der Schiri war der beste Mann auf dem Platz irgendwie. Und das sprechen natürlich Bände. Wir haben in der zweiten Halbzeit dann vor allem mit dem Ball ein bisschen was angepasst, haben eher aus einer Dreierkette dann rausgespielt und hatten dann einen zusätzlichen Spieler mehr im Mittelfeld. Und weil wir dann geduldig geblieben sind und den Ball ordentlich haben laufen lassen, sind wir so in Aktion gekommen, die dem Gegner, glaube ich, schon auch ein bisschen mehr wehgetan haben, wo Ingolstadt uns dann deutlich tiefer empfangen musste. Aber es ist erstmal nichts bei rumgekommen und dann, nach wahrscheinlich schon aus Ingolstädter Sicht unnötigen Ballverlust entsteht dann die Elfmeterszene, die, glaube ich, unstrittig ist. Und dann gewinnst du hier 1-0. Wie gesagt, unterm Strich schon auch irgendwo verdient aus meiner Sicht. Aber ja, ein Spektakel war sicherlich nicht. Wir nehmen die Punkte gerne mit. Wir werden in Zukunft in den letzten beiden Auswärtsspielen versuchen, einfach diese unfassbare Position auf Platz 1 bei den Auswärtsspielen zu verteidigen. Und dennoch zu Hause mal zu gewinnen jetzt beim nächsten Spiel in Hannover. Ja, auch wenn das natürlich aktuell eine schwierige Situation ist für den FCI. Alles Gute für die Zukunft und man sieht sich immer zweimal im Leben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kwasniok. Damit auch schon das Wort an dich, Rüdi. Bitte dein Fazit zum Spiel. Ja, erstmal Glückwunsch natürlich auch nach Paderborn. Ich sehe es ähnlich. Ich sage, wir haben, oder der Gegner hat das Spiel verdient gewonnen am Ende, weil wir einfach Fehler zu viel gemacht haben. Der Gegner den Fehler besser ausgenutzt hat, der Gegner auch mehr Torgefahr ausstrahlt, als wir ausgestrahlt haben. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben die Probleme, die wir im Endeffekt durch die Saison ziehen, ja, dass wir in den Zweikämpfen ordentlich drin sind, auch den Ball dann mal in den Reihen laufen lassen, ja, dann auch mal eine Torgefahr in Richtung 16er ausstrahlen, aber dann eben da, wo es wirklich torgefährlich wird, da kommen wir nicht zum Zug. Da setzen wir uns nicht durch, da schließen wir nicht ab, ja, oder treffen dann den Ball nicht in den richtigen Situationen. Ja, und dann machen wir natürlich einen Riesenbock vorm 0-1 bzw. vor der Entstehung des Elfmeters. Das darf uns nicht passieren, ja, darf den Jungs nicht passieren. Passiert. Und wenn du natürlich vorne dann nicht die Torgefahr hast, dann ist natürlich jedes Gegentor, was du bekommst, tödlich. Und deswegen müssen wir uns heute mit dieser Niederlage abfinden. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen heute. Wollten unbedingt hier die drei Punkte hier behalten, mit der Art und Weise, wie wir es im Endeffekt in den letzten Wochen auch gepunktet haben. Hat heute nicht funktioniert und jetzt geht es eben darum, wieder. Ja, weiter nach vorne zu gucken, ja, zu gucken, was nächste Woche in Karlsruhe auf uns wartet. Ja, wird auch wieder ein schweres Auswärtsspiel. Trotzdem bin ich guten Mutes, dass die Jungs eben irgendwann sich auch mal belohnen für ihren Aufwand, den sie betreiben, den man ihnen absolut nicht absprechen kann, aber nach vorne eben nicht die Torgefahr ausstrahlen, die wir brauchen. Dankeschön. Vielen Dank und damit dann auch schon die Möglichkeit für die Journalisten hier vor Ort Nachfragen zu stellen. Bitte kurzes Handzeichen, dann kommt der Kollege mit dem Mikro. Gottfried Sterner vom Donaukurier macht den Anfang. Ja, Frage an Herrn Rehm. War Ihnen denn der Aufwand heute genug, also vor allen Dingen in der ersten Halbzeit? Ich meine, Sie haben ja versucht, die Mannschaft zu pushen nochmal mit der Kampfansage, aber dafür kam doch eigentlich relativ wenig. Ja, vor allem in den ersten 7-8 Minuten, ja, da war ich überhaupt nicht zufrieden. Ja, das war natürlich das, was wir gar nicht wollten und Paderborn eingeladen haben. Also das darf uns überhaupt nicht passieren. Da hätte Paderborn uns schon bestrafen müssen dafür. Ja, ich sage, der Aufwand ist da. Die Jungs rufen alles ab, was sie drin haben, was läuferische Einstellungen angeht. Natürlich kann man dann drüber sprechen, ob sie ein bisschen mehr Risiko ins Pressing gehen. Aber wir wissen auch, dass Paderborn eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Und wenn du die Räume groß machst, dann spielen sie dich aus. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit auch auf engem Raum immer wieder gut gemacht. Ja, trotzdem haben wir, wie gesagt, eigentlich es immer wieder ordentlich verteidigt, auch wenn Domme Franke nochmal auf der Linie retten musste.
Aber wir schaffen es einfach nicht, torgefährlich zu werden. Deswegen wirkt es wahrscheinlich auch nach außen hin, dass die Mannschaft zu wenig investiert. Aber ich sage einfach, wir kriegen es nicht durch, im letzten Drittel uns durchzusetzen, vor allem in der Box uns durchzusetzen, ja, oder eben auch dann den Ball zu treffen und einfach mal torgefährlich zu werden. Und das ist was uns im Endeffekt die Saison verfolgt. Nachfrage noch, drängt sich da für Sie jemand auf jetzt gerade in den vorderen Reihen für die nächste Saison auch? Ja, wir haben ja jedem dieses Jahr im Endeffekt seine Chance schon gegeben und von daher werden wir da halt eben weiter hingucken, ob sich der eine oder andere nochmal weiterentwickelt. Ja, Stand jetzt sind wir vorne im vorderen Bereich, was die Verträge angeht, insgesamt nicht so breit aufgestellt, also da muss jeder so ein bisschen drum fighten noch. Ja, und ja, der eine oder andere hat uns auch ganz klar mitgeteilt, dass er sich natürlich einer anderen Sache zuwendet. Da muss er dann aber auch Torgefahr ausstrahlen, also sonst wird er da sicherlich auch nicht glücklich. Aber von daher, wir haben schon gute Jungs drin, aber wir wissen auch, dass wir für die neue Saison da natürlich auch nachlegen müssen.